Herzlich willkommen zum Let's Play vom 3DS-Titel namens New Super Mario Bros. 2. Hört sich mal gut an. Und wir gehen gleich mal rein in das Spiel. Es ist komplett blind, 100% bis auf die Trailer. Die habe ich mir halt schon angesehen. Willkommen bei New Super Mario Bros. 2 Münzen Sammelfieber. Jede einzelne Münze, die du im Spiel sammelst, wird vom Münzzähler registriert. Sieh deinem Vermögen beim Wachsen zu. Ja, wenn das im Leben auch so einfach gehen würde. Spot Pass registriert deine Münzen im globalen Münzzähler. Erhalte Informationen zum aktuellen Vermögensstand und Mario-bezogene Neuigkeiten von Nintendo. Jo, will ich aktivieren? Schön, beim Bitte Wartens Ladesound, die Super Mario Bros. Musik. Ja, das Übliche. Und hier sind wir im Spiel drinnen. Schauen wir gleich mal kurz in die Optionen rein. Y rennen, B springen. Das lasse ich auch gleich mal so. Was wäre Typ 2 gewesen? Okay. B rennen, A springen, Y, X. Ich lasse Typ 1. Spot passt natürlich an. Und wir gehen gleich mal rein in das Spiel. Wähle eine Datei aus. Gleich mal Nummer 1. Namen brauchen wir keinen eingeben. Und genießen wir das schöne Intro. Okay, Mario und Luigi machen sich auf den Weg, aber mit welchem Ziel? Münzen zu sammeln, jetzt schon? Wird hier Peach gar nicht entführt? Ich bin gespannt. Wie sieht die Story aus? Oh nein! Und Princess Peach wird wieder entführt von den Koopas. Okay. Und wir sind direkt in der ersten Welt. Hier kann man nichts machen. Also, gehen wir rein. Welt 1-1. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Super Mario Bros. Gespielt habe. Ich denke das auf der Wii ganz kurz, aber hey, das ist auch neu. Ein Dreierblock. Und die erste Starcoin. Wie geht eigentlich Stampfattacke? Gibt's das im Spiel? Doch. Also mit. Ja. Wie habe ich die gemacht? Es geht nicht mehr. Ach hey. Also so Dreierblöcke. Und wir haben ein Power-Up gefunden. Ah doch, nach unten drücken beim Schiebepad. Dann funktioniert's. Okay. Also, schauen wir gleich mal, dass wir alle Münzen mitnehmen. Und wir haben die Halbzeit erreicht, aber keine zweite Starcoin. Nein, da ist es egal, was ich aktiviere. Also ein Dreierblock. Tolle Idee. Wow, ein Münzregen. Nachdem wir die Starcoin geholt haben, ist hier noch etwas oben. Ja, ich glaube, dass ich nicht darauf. Oh, doch, komme ich sogar rauf. Und da ist ein Power-Up. Nein, ein One-Up. Okay, der war fies gewesen. Der Tod, aber... Nein! Oh! Boah, jetzt wurde ich erschreckt. Also wir haben diesen Münzblock jetzt schon bekommen, 30 Münzen. Und bei dem müssen wir Gas geben. Da bekommen wir sehr, sehr viele Münzen. Der erste One-Up ist gesichert. Lauf hier nochmal hoch. Ah, ist schon aus. Okay. Wow, also jetzt habe ich mich sehr, sehr erschreckt. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Hab geglaubt, dass ich direkt tot bin. Na, das wäre es ja gewesen. Fail in Welt 1. Aber zum Glück war dem nicht so.
Wow, hier gibt es aber viele Münzen. Und wieder diesen Münzblock. Also der kommt vielleicht überall vor. Und wir rushen durch. Nein! Ja, ich hätte mir noch einen One-Up sichern können, aber durch die Goombas eben, wenn ich im Ziel ganz oben gelangt wäre. Ich glaube, dann geht's. Weiß ich gar nicht mehr. Also. Puh, ich kann nicht mehr sagen, wie es in der Wii-Version war. Aber ist auch nicht wichtig. Das werden wir schon noch rausfinden. Welt 1-2. Okay. Toller Start. Münzen, irgendwas versteckt? Nein, keines. Warte mal! Da hinten ist irgendwas aufgeschossen worden, oder? Hat's getäuscht. Wow. Hey, aber die Koopas? Hier vielleicht? Ja. Okay, so richtig weiß ich nicht, wie das funktioniert. Okay, rauf kommen durch hier wahrscheinlich auch nicht. Und versteckt wird hier auch nichts sein. Nehme ich mal an. Also weiter geht's. Oh, Starcoin Nummer 1. Okay, hier geht's rein. Und gleich direkt die zweite Starcoin. Hier ist es anscheinend wirklich schnell sein. Warte mal, das Power-Up kann ich aber mitnehmen, oder? Nein, kann ich nicht. Ging das nicht in der Wii-Version? Na, okay, also, Gas geben. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Aber ich hab's gepackt. Perfekt. Na toll. Ja, das war mal nicht gerade klug. Und das schon noch weniger. Hier geht's auch nie runter. Also es geht gleich mal gleich. Man merkt, ich habe das nicht so oft gespielt insgesamt. Mario Bros. Das letzte war am Super Nintendo. Das war Super Mario Bros. 3, das ist aber schon ewig her. Da gab's auch diesen Tanuki. Ach so, da war ich gerade. Warte mal, jetzt kann ich aber auch probieren, ob es hier noch runtergeht. Normalerweise nicht, aber man kann ja nie wissen. Das war, glaube ich, im Trailer auch. Feuer reinschießen. Na toll, ich hab nichts Feuriges. Oh nein. Das ist ja fies, aber wir sind noch nicht bei der Halbzeit. Also kann ich ja nochmal zurückgehen. Brauche ich den Koopa? Ein P-Switch. Ah, zum Schießen. Ah, war keine Starcoin-Arenen. Oh nein! Was tue ich denn? Scheiße! Gestorben in Welt 1-2. Na gut. Also ich wollte nämlich sagen, klein werden ist kein Problem. Bei der Halbzeit wird man ja wieder groß. Na gut, leichte Anfangsschwierigkeiten. Kein Problem. Jetzt hätte ich nochmal schauen können, was da hinten war. Okay. Einfach jetzt schnell durch. Denn hier wissen wir, hier war nichts. Diesen Koopa nehme ich mit. Für den P-Switch. Boah, ich bin echt aus Übung. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal das war. Aber nicht schlimm. Denn jetzt denke ich aber darauf. War hier irgendwas? Ja, hier war tatsächlich was. Oh, toll. Nur ein paar Münzen, aber immerhin. Nur nicht sterben bei diesem Koopa hier. Und hier kann man die Stampfattacke loslassen. Ah, erst später anscheinend. Dann hätte ich noch probieren können, ob ich hochkomme. Vor allem, was mich wundert, dass man hier nicht mehr hoch kann. Weil dann bringen sich die Koopas ja gar nichts. Gut, Starcoin Nummer 1 war ja da unten. Das geht auch noch. So.
Jetzt aber ohne Probleme hier durch, alle Münzen mitnehmen. Und ich versau's wieder. Mach mich nicht schwach. Gleich nochmal ein Tod, na, das wär's gewesen. So, jetzt sind wir nächstes Mal groß. Diese Münzen hole ich mir auch noch schnell. So, die Feuerblume hole ich mir nachher. Kriege ich ja bei der Halbzeit. Normalerweise, da gibt es ja immer ein Power-Up. Warte mal, was ich hätte. Genau das hatte ich vor. Aber da oben dürfte auch nichts sein. Nein. Okay. Hier könnte ich noch einen Koopa gebrauchen. Haben wir nicht. Da oben wäre noch einer. Da ist auch noch einer. Na gut, die hole ich mir später. Und jetzt prüfen wir das mal aus. Also, hier reinschießen. Okay, ein Superpilz. Ich glaube, den hat man eh nichts auch gesehen im Trailer, oder? Yeah! Ja, genau. An die Stelle kann ich mich erinnern. Irgendwie ist der P-Switch da weg gewesen. Okay. Ein One-Up. Interessant, wie das hier funktioniert. Wie komme ich an den zweiten P-Switch mit dem anderen Feld? Lohnt es sich hier überhaupt alle Münzen mitnehmen? Ich glaube nicht, aber hier muss ich warten. Das ist der Trick. Jawohl. Ah, bringen glaube ich tut's nicht, aber wie kommt man in die Power-Ups, in die One-Ups hier? Keine Ahnung, aber interessant. Oh, hier ist sogar die Trick. Oh nein! Hier hätte ich den Super Mario gebraucht. Den kriege ich jetzt nicht mehr. Verdammt! Also, da hätte man durchrushen müssen. Hier gibt es noch ein paar Münzen. Aber sonst wird hier wahrscheinlich nichts mehr versteckt sein. Denn die dritte Star Coin wäre hier gewesen. Ja, hierauf. P-Switch. Für das One-Up geht's nach oben. Ah, zu weit gehüpft. Anlauf hat's nicht gleich funktioniert. Und jetzt aber! Jawohl! Ein One-Up! Gut, insgesamt haben wir jetzt 311 Münzen in dieser Welt bekommen. Du hast 500 Münzen gesammelt. Gibt es da was zum Freischalten? Nein, aber 754 Münzen sind es komplett. Hier gibt's nichts. Hier hole ich mir die Starcoin offscreen und wir sehen uns dann im nächsten Part hier wieder bei New Super Mario Bros. 2 in Welt 1.3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet wieder ein.